Guten Tag, meine Freunde, mein Name ist Rainer, wir spielen heute eine kleine Runde Fußball zusammen. Ja, Mahlzeit Leute, Decoy hier am Start. Wir spielen wieder eine kleine Runde FIFA 18. Heutiger Plan Dribbling. Ich werde das Ganze direkt übelst nach vorne peitschen, gar nicht lange fackeln und das kleine Training hier mal ein bisschen durchziehen. Danach kommt wieder ein kleines Spiel und dann würde ich sagen, sehen wir mal, wie es weitergeht hier. Kapitel 6 am Start. Oh, das habe ich schon mal gesehen. Das cutte ich mal direkt raus, Freunde, weil das hat keinen Wert. Okay. So, da werden wir wieder kurz das Training durchgerissen. Dribbling, beziehungsweise Ballbesitz-Dribbling. Wir haben beides mal ein A rausgehauen. So geht das schön weiter, liebe Freunde. So, jetzt werden wir erstmal ein kleines Spielchen hier machen. Oh, nee, ein kleines Video. Partnerschaft. Gutes Workout. Ich fühle mich super, Mann. Uns kann keine Abwehr in der Liga aufhalten. Wow. Fast schon so einfach. Diese Synchro. Es ist nie leicht genug. Es kann nie leicht genug sein. Du bist wirklich eiskalt, Hunter. Eiskalt. Mann, ich hab Eis in den Adern. Weißt du doch. So macht das wirklich Spaß. Bin ich der Einzige, dem diese Synchro-Stimme irgendwie so ein bisschen ganz leicht komisch vorkommt? Aber egal. An dieser Stelle zeige ich einmal kurz, wie weit das Verhältnis von Thomas Müller und Alexander zu dieser Zeit ist. Es ist fast schon telepathisch, möchte ich behaupten. So. Der 8. April, wir spielen gegen Valencia. Hab ich Bock? So, ho. Und ja, mit Teamspielen. So, Atletico gegen Valencia. Da wollen wir mal gucken, wie wir das Ganze hier ein bisschen nach vorne treiben können, dass wir das Sturmduo an der Spitze der ganzen Mannschaft hier mal so, ich sag mal, aufs Übelste nach vorne treiben können. Oh! So wünschen wir uns das. Frühes was Tor ist hier los? In ach, stimmt. Jo, so kann's weitergehen. Ich hatte ja noch was vor. Ich wollte ja noch in den Spieleinstellungen ändern, dass das Ganze hier mal ein bisschen schwerer wird. Mal Tor. Gerade gucken, so oder? Das sind genau die Szenen. Das sind genau die Szenen. Okay, das kann man an dieser Stelle gar nicht mehr ändern. Lol, dann wird's halt in der nächsten Runde erst dazu kommen. Ah, habe ich doch glatt vergessen. Falls es keiner mitgekriegt hat, es ist ein neuer Tag. Es ist ein neuer Tag voller praktischer Aufnahmen hier. Oh, schieß. Voller Aufnahmen hier. Denn ich möchte dieses Spiel zu Ende führen. Es gibt genug Spiele, die ich des Weiteren noch in Angriff nehmen möchte. Und da ist mir FIFA doch mehr oder weniger, ich sag mal, nicht ein Dorn im Auge. Aber ich möchte es zu Ende bringen. Ich will einfach wissen, wie Hunter diese Saison hier abschließt. Vor allen Dingen mit Kollege Thomas Müller im Gepäck. Die letzten Spiele waren geprägt von, ich sag mal ja, vielen Toren, einer Partnerschaft von Müller und mir, die ja seinesgleichen sucht. Oh, guck dir das an. Guck dir das. Ne, da will er mich foppen. Da gehe ich mal hier links rum. Komm, ich schieß einfach mal. Oh. Alter, hast du das gesehen? Er hat mich weggeklotzt. Sagt man das heutzutage so? Ich weiß. Lange hat es gedauert, Buschi. Seit 2007 plante Atletico den Umzug, aber erst 2017 war es dann wirklich soweit. Erst dann labert er hier? Ging es ins Wanda Metropolitana. Atletico ist umgezogen mit ihrem aber ich finde, das Warten hat sich Stadion gelohnt, oder was? Topmodern, stimmungsvoll. Man ist jetzt okay, auch kann man machen, Atletico warum nicht? In der Zukunft angekommen. Okay, komm, Müller nach vorne. Müller nach jetzt oben, glaube ich. Ah, da wurde ich blockiert. Oh, er hat ihn nochmal. Und zack, jetzt ist er drin. Jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Peng. Sieht im Moment gut aus. Da ist es wieder passiert. Zusätzlich Selbstvertrauen. Ja. Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Absolut, absolut. Nice Teil. Das war mehr oder weniger Glück, aber wow. Hunter hat eins gemacht, Müller hat eins gemacht. So geht das hier weiter. Ja, man merkt schon, dass mir das Ganze hier ein bisschen zu, ich will nicht sagen leicht ist, aber
Man hat so eine gewisse Souveränität. Da passt er auf. Oh. Müller am Ball. Die dann doch. Klasse Aktion, oh. Ball ist weg. Dafür sorgt, dass man das ein oder andere Tor mehr macht. Ich weiß nicht, wie ich sonst sagen soll, aber ich will mich auch nicht so ein bisschen extrem aus dem Fenster lehnen. Das ist ja natürlich immer eine Sache des der Ansicht der eigenen. Da mag auf jeden Fall der ein oder andere Spieler besser spielen als ich, mit ein bisschen mehr Fummeln am Start, mit ein bisschen mehr ja, kann man da Action sagen? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt Tore, die mehr oder weniger ganz gut aussehen, aber es gibt Leute, die legen da auf jeden Fall nochmal eine Schippe drauf. Oh, wenn er jetzt nicht schießt, dann schießt er nicht. Komm schon. Oh, hol ihn dir. Abseits. Ja, das kannst du so nicht machen, Digga. Komm, pass direkt, schnell, Spiel weiter. Schwubbel die Bubbel. Will mal gerade hier was gucken. So, so geht das, oder was? So geht das? Egal. Das müssen wir mal im Training üben. Thomas Müller. Warum gibt es das eigentlich nicht? Man kann im Training doch mal diese, Fummelarbeit üben. Und oh, hier. Verstand er gut. Dankeschön. Streifos. Oder wie sehe ich das? So heftige Tricks und so habe ich hier eigentlich noch nie gesehen. Von Fummeln her und so. Schieß mal da. Ja! Falls einem von euch dieser gelbe Punkt aufgefallen ist, den ich da eben gesetzt habe, da sollte der Ball hingehen. Na! Nani? Nani kenne ich doch auch noch irgendwo her. Jetzt Müller. Und go. Go, go, go. Und rums. Noch ist die Chance da. Kopfball. Oh, abgetropft Ball. Hoch. Nee, das ist nicht hoch. Geh mal ein bisschen raus mit dem Torwart. Spiel mal ein bisschen. Ah, warum? Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Müller. Thomas Müller. Nee. Sauber vom Ball getrennt hier. Nee. Was heißt hier getrennt? Schön dazwischen gegangen. Oh. Verlust. Und da pfeift er ab. Das war die erste Halbzeit. Ich sag mal, recht easy, glaube ich. So. So, das Duo der Infernale hat wieder Tor gemacht. Meine Nase juckt. Katzenhaare incoming. Ich bin schon fast kurz davor, ein Video über meine Katze mal rauszuhauen. Das gibt Freistoß, klare Angelegenheit. Wo gibt das denn Freistoß? Die Wiederholung bitte, die Wiederholung. Der liegt ja noch. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt's Regen? Ja, welcher Regen? Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter. Kann man hier Regen erkennen? Okay, wenn man ganz genau hinguckt, kann man sehen, dass da so ein paar kleine Tröpfchen den Rasen immer treffen. Thomas Müller. So. Gabi. Alex Hunter. Geht jetzt was runter. Toller Pass. Und. Nee, das war leider nichts. Aber wir haben eine sehr entspannte Führung, wie immer. Sehr gute Passquote hat er heute, auch der Ball. Wie immer. Oh, da hat er gerade ein klein bisschen Ballett versucht. Mach doch mal den Ball da aus dem Lauf von dem Menschen. So, Müller kommt wieder nach unten mit. Kollege hier ist auch recht frei. Nee, das war nichts. Schade eigentlich. Wow. João Cancelo. Ja, es ist auf jeden Fall ein nasser Platz hier. Jetzt müssen Sie aufpassen. Zack. Das macht er gut. Hast du das gesehen? Im allerletzten Moment noch die Grätsche gefunden. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten Na, zu absolvieren. Komm. Ah, schade. Nani. Wo hat er denn nochmal vorher gespielt, Nani? Oh, jetzt geht's aber hier. Oh, jetzt geht er aber hier. Na, ich decke den Typ hier unten. Oh, die wollen es aber wissen. Tja, aber da habt ihr nicht mit mir gerechnet. Thomas Müller jetzt. So, gehen wir da oben hin lang. Und. Ah! Hinten stehen sie echt gut. That's what she said. So, Doppelpass können sie auch. Weg ist der Ball. Alles klar. Fehlpässe ist so voll mein Ding. Mehr oder weniger, genauso wie der Ballbesitz.
Seitdem ich Fußball spiele, Fußball-Videospiele spiele, habe ich Probleme mit dem Ballbesitz. Ich kriege es nicht hin, dass ich mal prozentual so über 50% komme mit dem Ballbesitz. Und wollen wir mal ein Tor machen, bitte? Nee. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Vielleicht habe ich einfach keinen Bock. Jetzt nochmal. Oh, hier, der hat mich hingelegt, hat er mich. Klasse dazwischen gegangen. Buschi, was ist? Was ist mit dir? Ey. Weißt du, der fällt hin. Und ich krieg die gelbe. Es gibt gelb. Die gibt vielleicht nicht Coke. Jeder, aber geht in Ordnung. Will ich mal sehen. Ja, gut, vielleicht. Kann auch ausgerutscht sein. So ist das nicht. Auf jeden Fall ein richtig guter Pass Thomas an dieser Müller. Stelle. So, wir räumen das Field again von behind auf. Da ist er wieder. Ballverlust. So. Jetzt aber hier, ist das Griezmann? Ja, es Ball ist. Bei Griezmann, vielleicht geht da was. Schöner Pass jetzt, Griezmann. Ah. Komm, komm, komm. Nee, nee, nee. Ja, ja, ja. Wieder zurück. Hunter, Müller und Pfund. Oh. Klatsch, da prallt er vom Pfosten zurück ins Spiel. Da habe ich den Pfosten getroffen, meine Damen. Lieber runter, bevor sich noch eine zweite gelbe abholt. Wie, so, ich wollte doch ein Tor schießen. Oh, das ist mal hier ein Konter. Valencia, auf dem Flügel, da ist Platz. Valencia, ich hätte mal ich hätte mal schauen sollen, welchen Platz Valencia so auf der Tabelle belegt. Die letzten 2 Minuten sind angebrochen. 2 Minuten, kriegen wir noch ein Türchen hin? Hä? Kriegen wir noch eins hin? 2 Minuten werden nachgespielt. Oh shit. Fängt diesen Ball ab. So nicht. So nicht. Ah, es war knapp. Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Okay, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Nee. Augusto Fernandes. Und das war's. Das war ziemlich easy. Das Spiel ist vorbei. Das Spiel hat vorbei sein, Tütnorm an dieser Stelle. 2-0. Einer Müller, einer Hunter. Auf jeden Fall für die Fans. Kann man machen. Oder nicht? Was ist das hier für ein Tohuwabohu an dieser Stelle? War das irgendwie ein wichtiges Spiel oder so? Sieht mir ja fast schon danach aus. So diese etwas längeren Kameraeinstellungen auf die Spieler, die ist man so eigentlich nicht gewohnt. Ja? Und diese Ansicht hier mit dem Stadion, die hat schon was für sich. Wo haben die denn gespielt? Haben die eben irgendwie auch gesagt, ne? Ich glaube, das war das Stadion von Atletico. Aber egal, was soll's. Alfaro Arias Romera, der Schiedsrichter, er hat ganz gut gepfiffen. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier abgeht. Tell me more, tell me more. Bei mir steht jetzt der Spieler des Tages. Ach, er wieder. Ja. Ja, das habe ich vergessen. So eine Leistung wie heute geht natürlich nur mit tollem Support. Die Kollegen waren heute toll. Bedeuten Ihnen solche Ehrungen also nichts? Nein. Sie sind nicht bedeutungslos, aber mein Ziel unter der Woche ist es hier nicht, Spieler des Tages zu werden. Ich konzentriere mich darauf, so gut wie möglich zu spielen und dem Team zu helfen. Das ist sehr löblich, Alex. Danke für das Gespräch. Wie immer. Dank. Wie immer. Äußerst, äußerst abgeklärt, äußerst cool. Beantworten wir hier die Fragen des Reporters. 17.486.750 und die Partnerschaftswertung ist auf dem Höchstpunkt angelangt. Startelf safe. Follower gehen auch mal so auf die 650.000 zu. Das ist krass. Meine Defensivattribute steigen. Ah, und wir kriegen den Multiplikator dadurch, dass wir auf der Telepathiestufe sind mit Müller. Das ist krass. Dadurch haben wir aber auch keine weiteren Skillpunkte bekommen. Also, was soll's? Was soll's? Wir gucken, was abgeht. Ach, das kleine Training hau ich noch mit rein. Ich guck mir das mal an, ob das irgendwie noch des Zeigens würdig ist. Ansonsten starten wir dann morgen direkt mit einem kleinen Game. Defensiver Stresstest. Was ist hier los? Tor links, blinkt. Was ist? Griezmann.
muss ich ihm den Ball abnehmen. Es sieht verdammt danach aus. Er möchte auf mein Tor schießen. So. Dem habe ich mal gerade den Ball abgenommen. Inzwischen. Okay, ihr kleinen Mettbrötchen. Am 16. April geht es dann direkt weiter gegen La Levante. La Levante. So, ich gucke mir mal gerade noch schnell die Tabelle an. Levante. Sehe ich Levante? Oh, der 13. Naja. Pokal. Atletico Madrid gegen FC Valencia. Das wird noch witzig. Barcelona gegen Real Madrid. Und dann spielen wir also im Pokal gegen Barca oder gegen Real. Eigentlich ganz geil. Hier befinden wir uns auf dem 3. Platz. Wir haben 6 Unentschieden, 5 Niederlagen. Und 21 Siege. Das heißt, wenn wir den nächsten Sieg einfahren und Real Madrid das nicht tut... Nein, Moment, wir haben ja ein Spiel weniger als Real und ein Spiel weniger als Barcelona. Wenn wir also das nächste Spiel gewinnen, haben wir 22 Siege. Das heißt, uns trennt nur noch ein Sieg von Barcelona, von den Punkten her. Rechnen wir mal da 6 Punkte drauf, dann sind wir bei 75. Aber Barcelona spielt natürlich auch noch einmal. Das heißt, wenn wir jetzt das nächste Spiel gewinnen und Real nicht, hätten wir 72 Punkte und uns trennt nur noch ein Punkt von Barcelona. Das ist geil, Freunde. Also, morgen wieder einschalten. Bewertet gerne den Part. Wir sehen uns. Tschüssikowski.